Wir sollten natürlich nicht alles aufbrauchen, ganz klar. Aber wir haben eigentlich genug von der Story gemacht, um uns den Rest holen zu können. Naja, wenn ihr euch nicht sicher seid in dem Moment, sammelt einfach nur so viel ein, wie ihr denkt, dass ihr nötig habt und nicht alles. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Das ist nichts, was ich gesehen habe. Okay, gut, dann machen wir mal die Story weiter. Hopp. Hi. Ja, Mission erfolgreich, kann man glaube ich sagen. So. Vor allem kann man den Pfeil und Bogen auch benutzen, wenn ihr nicht wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es rechtzeitig zum Gegner schafft. So rum. Bam. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr rechtzeitig die Schwachstelle anvisieren könnt, haut einen Pfeil drauf, dann bleibt die Schwachstelle länger. Selbst wenn ihr das vorher macht. Ich weiß nicht, ob es auch... Ne, ich glaube, wenn die Schwachstelle schon erschienen ist, ist es nicht so. Nur wenn sie noch nicht erschienen ist. Also, wenn ihr wisst, jetzt kommt gleich die Schwachstelle, wie zum Beispiel jetzt, dann könnt ihr einen Pfeil draufhauen und dann habt ihr, glaube ich, mehr Zeit, um zu reagieren. Und vor allem fliegen dann die ganzen komischen... Ihr wisst schon. Die magischen Geschosse von diesem Nachtschwärmer, Leuchtfeuer, wie auch immer man es nennen möchte, fliegen dann auch. Oder sind schon weiter weggeflogen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Es wird Zeit, dass diese Mission hier beendet wird. So. Bam, bam, badam, bam. Sieht aus. Mana brauchen wir gerade nicht. Jetzt gibt es nur noch ein Dings, das wir erobern müssen. Und da sollte man jetzt auch schon hinrennen, am besten. Normalerweise müsste jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, diese Tür hier aufgehen und Massen an Feinde rausschwärmen. Massen an Feinde? Eine Masse an Feinde? Irgendwie sowas. Bleh. Und das sollte man möglichst verhindern. Jetzt kommt dann auch noch der Hauptboss. Ich weiß nicht, ob der mit einer... Doch, der müsste eigentlich auch mit einer kleinen Armee kommen. Wobei das jetzt nicht der schwerste Boss ist. Ganz klar. Doch, da ist er ja. Ha! Sehr nice. Dam, dam. So. Wir kümmern uns auf jeden Fall ab. Zuerst einmal... Ach, das ist gar kein Gebiet. Haha! Okay. Bam. Um die hier. Sollte man sich auf jeden Fall zuerst kümmern. Denn der Boss beendet das Spiel. Aua. Aua, 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 aua. Das ist echt gefährlich, das zu machen. Okay. Wenn ihr das hier schon als eventuell als Walkthrough sehen könntet, tut das nicht. Tut das bitte nicht. Ja, ich komme ja gleich. Bam, die ist doch schon da. Passt. Eine ist schon da zumindest. Die andere wird es auch noch überleben. Erstmal möchte ich hier jetzt auf keinen Fall am Ende sterben. Deswegen werden wir auf jeden Fall das so rum machen. Hi, Vorpostenwachmann. Come on. Und bam, nice. Damit haben wir das auch. Und jetzt müssen wir noch Pyroma besiegen. Dann sollte die ganze Sache auch gegessen sein. Pyroma, hi. Und was geht? Sieht's aus? Wow, 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 Moment. Das ist eine Attacke, mit der habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Das könnte mich eventuell noch töten. Und? Komm an. So, perfekt. Es macht wenig Schaden und ich habe viel Schaden bekommen. Wartet kurz. Gibt es hier noch irgendwas zu heilen? Nein. Da nicht. Wenn dann da wahrscheinlich eventuell. Ja. Vor allem, mich nicht alles täuscht. Oh. Okay. Nein. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber gut. Okay. Damit ist das auch geklärt. Yay! Ein Herzcontainer. Das ist sehr viel besser als das, was ich erwartet habe. Ich werde mich auf keinen Fall beschweren. Und ich habe endlich eine zweite Leiste. Yay. Nice. Okay.
bevor hier Pyroma die Mine kaputt macht. Woran er schon sehr gut dran ist, glaube ich. Ach. Ekliger Genosse hier. Auf schwer. Auf Hero Mode dann sowieso. Offenbar. Aber er kann nicht abwehren? Sehe ich das richtig? Aua. Eieieiei. Okay. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, okay, okay. Damit kommen wir aber auch zurecht, denn hier ist Spezial... Ah, da, okay. Ha, habe ich vorhin nämlich übersehen. Mwahaha. Wusste aber, dass da noch irgendwas sein müsste eigentlich. Nicht, dass ich wusste, dass da was ist, nur dass da eigentlich was sein müsste. Huch, das wollte ich nicht. Okay. Man darf hier echt nicht zu viel auf einmal. So. So. So kann man ihn, glaube ich, auch ganz gut fertig kriegen. Irgendwie. Bam. Ein bisschen Wasserschaden. Er macht gar nichts. Ehrlich gesagt sehr angenehm. Gerade. Hätte nicht gedacht, dass er nichts macht, aber er ist der letzte Feind, der hier übrig ist. Also von dem her, was will er auch groß tun? So. Wah. Komm, tu irgendwas. So. Ihm immer schön mit Wasserschaden belegen. Das hindert ihn offenbar am Angreifen. Das ist... Wow, 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 wow. Stopp, stopp, stopp. Okay. Oh Gott. Dieser kurze Schwachpunkt, das ist echt übel. So. Dankeschön. Dass du uns nochmal deinen Schwachpunkt gezeigt hast. Und nochmal Wasser belegen. Oh, das geht bei dem echt gut. Also Wasser ist wirklich seine Schwäche. Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe an sich eigentlich eine Duellfähigkeit auf der Waffe. Gegen Zauberer. Und eines der Symbole sieht so aus wie Pyroma. Also könnte es eventuell sein, dass meine Waffe besonders viel Schaden macht. Gegen Zauberer. Was ich schon mal sehr gut finde. So. Verdammt. Verdammt. Come on, ich wusste das. Oh. So, damit kann man zumindest seinen Strahl ein bisschen eindämmen. Und dann gehen wir mal in den Magie-Modus. Und machen mal ein bisschen was mit der Attacke. Wow, wow, stopp, 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 stopp. Halt ein. Oh, nice. Perfektes Timing? So, beinahe perfektes Timing. Na, verdammt, es reicht nicht ganz. Okay, was jetzt? Da hinten der Ecke ist er echt, also wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, dann lasst ihn da aus der Ecke raus. Das macht den Kampf nicht leichter. Nein, 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 nein. Oh oh, oh oh. Ah. Okay. Nein! Arr. Come on. Shit. Shit, shit, shit. Immer so kurz vor Ende. Das ist so frustrierend, aber gut. Vom letzten schlechten Checkpoint aus. Ist auch okay. Ist auch okay. Ich glaube, wir kümmern uns diesmal eher um Pyroma. Und wir wissen jetzt noch, wo ein Herzteil ist. Haha, das können wir uns auch noch gut aufheben. So. Das sind wir auf jeden Fall mal kurz machen. Ja, wir sehen uns dann kurz vor Ende wieder. Ihr müsst das nicht nochmal anschauen. Das erspare ich euch. So, sind wir wieder ungefähr so weit wie vorher. Und diesmal nicht in eine Ecke lassen, bitte. Come on. Könntest ruhig mal da rauskommen. Irgendwie?
Vielleicht? Eventuell? Dankeschön. Niemals in eine Ecke locken. So lasst ihr euch garantiert killen. Und übrigens kann man so tatsächlich seinen Strahl aufhalten. Was sehr, sehr viel leichter macht. So kann man etwas mit den Gegnern spielen. Naja, verdammt. Schon wieder hier in der Ecke drin. Oh, unsere Wasserblase ist noch da. Achso, das ist von ihm. Aha. So, diesmal werden wir auf jeden Fall genug Schaden machen. Wenn es irgendwie nicht anders geht. So vielleicht? Bam. Nope. Offenbar noch nicht. Noch nicht ganz. Fast. Okay. So, haben wir zumindest mal noch den hier. Okay, 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 okay. Hilfe. Nein. So. Da muss man immer sehr gut ausweichen. Bam. Damit haben wir es geschafft. Okay, endlich. Wuhu. Pyroma wurde besiegt. Mehr gibt's ja nicht. Achso, so. Dankeschön. Oh, das nehmen wir auch noch mit, was wir können. Powerbomben, ist egal. Ich glaube, es ist sowieso vorbei, sobald wir ins Dings, ins Zielgebiet reingehen. Ja, ich denke mal. Ah, der letzte Kampf mit ihm, mit Pyroma lief definitiv besser. Also niemals in der Ecke drängen lassen, wenn es irgendwie geht. Ihn schön auf offener Fläche mit Wasser behaken, so dass der Unterwasserzustand, wie ihr gesehen habt, kann er nicht richtig kämpfen. Und das macht sehr viel einfacher. Ja. Das wäre dann wohl meine Zusammenfassung. Haben wir jetzt eigentlich alles? Warte mal. Status ist das, oder? Nee. Nee, nee, nee. Charakter. Stehen hier die Siegesbedingungen? Na, Skulltulas. Keine Ahnung. Also, Skulltula kann ich euch leider noch nicht helfen. Habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Wenn jemand von euch das weiß, darf er das gerne in die Kommentare schreiben. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich will nicht. Nein! Nein! Come on, bitte. Nein. Ich war zu früh. Okay. Also das ist die Bedingung für die Skulltula. Jetzt wisst ihr's. Für mich ist es leider zu spät. Geht am Ende nicht in die Höhle, wenn es irgendwie geht. Wenn ich Glück habe. Nein. Nope, nope, nope. Nicht, wenn ich Glück habe. Wahrscheinlich ist es nämlich wieder da oben. Da kommt man nur mit dem Enterhaken hin. Oder so. Aber ja, ihr wisst ja jetzt, da oben ist die Skulptur. Irgendwo hier ist die Skulptur am Ende, wenn ihr das so gemacht habt. Nicht zum Ende gehen, so wie ich das gerade getan habe. Kann ich? Ah, verdammt. Nein, ich kann nicht vom letzten Checkpoint aus jetzt spielen. Das würde mir sehr viel Ärger sparen. Naja. Ah, ging schön viel Manetas. Und, naja. Oh, 180 Glimmrapier, das ist nicht schlecht. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann soweit von mir für heute. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Und ich hoffe, es hat euch geholfen, ein bisschen da durchzukommen. Ciao, Leute.